Jawohl, und damit ein dickes Hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem kleinen Stream. Heute an diesem fantastischen Freitag. Und jawohl, es ist soweit. Der 12-Stunden-Stream beginnt heute. Kleines Counterprogramm zu Diablo 4. Denn heute können alle das erste Mal spielen, die Diablo 4 vorbestellt und gekauft haben. Ja, die haben ja, es kommt am 6. raus, sie haben 4 Tage, in denen sie vorher starten können. Das heißt, heute alle Welt stürzt sich auf Diablo 4. Ich nicht, weil Diablo habe ich echt genug gespielt in meinem Leben. Nicht nur, dass ich da gespielt habe, ich habe da auch andere Sachen gemacht bei Diablo. So. Und Diablo habe ich keine guten Erinnerungen, besonders an Diablo 3. Alter, Fehler 3006. Alter, krieg ich eine Waffel. Aber in jedem Fall, schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute hier ein bisschen wieder mit XCOM spielen. Und ich muss XCOM starten und ihr hört vielleicht auch warum. Wenn ich leise bin. Aber jedenfalls erstmal Prost, weil ich Durst hab. Im Hintergrund hört ihr vielleicht ab und zu mal ein Presslufthammer. Eine Flex für Stahlbeton. Und ähnliche Scherze. Denn hier 5 Meter von mir wird so ein kleiner Schuppen abgerissen, der meiner Terrasse angrenzt. Der quasi meine Terrasse abschließt als Mauer. Und die reißen den jetzt ein, weil ja nebenan das Haus eingerissen wird. Und dieser Schuppen gehört halt irgendwie dazu. Und seit früh um 8, also seit geschlagenen knappen 2,5 Stunden, bohren und hämmern und Kreissägen und flexen die hier wie die Weltmeister. Das Dach haben sie auch schon weg. Und vermutlich jetzt die Wände. Und ich weiß halt nicht, ob der Teil, der halt quasi die Wand von meiner Terrasse bildet, auch noch eingerissen wird. Vermutlich ja, aber das werde ich dann sehen. Ich hoffe mal, sie sind dann auch irgendwann mal bald fertig. Aber ich muss jetzt tatsächlich irgendwas Lauteres spielen. Ich kann nicht mit einem Adventure starten, weil die Soundkulisse halt einfach grottig dumm ist. So, wie schaut's aus? Ne, ich höre halt kaum die Musik vom Spiel, weil ich halt immer nur die Kreissäge höre. Sollen wir das ein Stück hochstellen? Ja, ne? Stell mal ein Stück hoch. Sporte los! Ja, Musik. Wir stellen das alles ein Stück höher. Ist für mich ganz gut, dass ich zum Beispiel nicht mehr die höre. So. Was bist du denn? Ach so, ich Wisst brauche ihr, ich habe lange über diese ein Trainingssymptom. Gentherapie-Kliniken Brauche nachgedacht. ich. Oh, Okay. verlockend, oder? Man kann seinen Körper wie Dreck behandeln und dann einfach kurz dort vorbeischauen und zack, alles wieder ganz. Wir haben ein Aber wenn bisschen man den Info, ein bisschen Gerüchten glaubt, Vorräte. könnte man auch zu einem Advent-Burger verarbeitet werden. Oh, unsere Soldaten sind übelst geschwächt. Ich muss unbedingt die Krankenstation demnächst anwerfen. Das halbiert nämlich Die einfach neue die Uniform ist Tage. nicht übel, aber manchmal fehlt mir der verdammte Pullover schon. Die Tage für das Kranksein. Für die Verwundung. So. Aber ich kann halt auch nichts bauen im Moment. Weil. Ich habe halt nur einen Ingenieur. Testbereich. Ja, setzt da einen Ingenieur rein. Kann ich halt alles nicht bauen. Personal, was sagen denn meine einen Ingenieuren, der ist echt beschäftigt. Die zwei Wissenschaftler. Forschen. Tatsächlich habe ich mir jetzt mal
Die Forschung schreitet wie geplant voran, Commander. Zum Glück kriegt das Mikro das nicht mit, ey. Gedanken gemacht, was wir denn forschen sollten. Und zwar sollten wir auf alle Fälle Plattenrüstung erforschen, die Gauss-Waffen, Gesichtslosen-Autopsie. Vielleicht sollten wir möglichst schnell auf Rüstung kommen. Aber ich brauche halt keine Arbeit erledigt bekommen, die Alien-Regierung. Das Schiff nicht ruhig hält. Wo ist denn mein... Haben wir nicht sowas wie einen Inventar oder so? Hallo, Commander. Na hier, Inventar ansehen. Na, so Advent-Truppen haben wir halt echt wie Sand am Meer. Sturmgewehre, traditionelle Handfeuerwaffen, Zielfernrohre. Ja, Alien-Legierung haben wir halt so wie gar nicht. Gegenstände herstellen. Was kann man herstellen? Gedankenschild wäre super. Gegen die Insektoiden. Insektoiden. Aber das lässt auf alle Fälle nach. Sobald ich mein Psi-Ding gebaut habe. Ansonsten brauche ich hier halt nichts, ne? Magnetgewehr. Gewehr, die Geschosswaffen. Truppverbesserung, Scharfschützen verbessern, Rangen verbessern. Ist das? Wenn da Truppverbesserung steht, ne, das muss ich nur einmal quasi erforschen oder bauen, dann haben die alle das. Ja, Legierung habe ich 24, ist halt nix. Aber Magnetgewehr ist halt schon super. So, Unair. Pulsklinge kostet 10. Magnetpistole kostet 5. So. Jetzt sind nämlich meine Leute mit verbesserten Waffen schon ausgerüstet. Sie haben wohl ein paar Jahre in den Kolonien gelebt, nicht wahr? Ja, einer der Vorteile der Zusammenarbeit mit Advent. Auf den ersten Blick ein komfortables Leben. Aber dieser Komfort hatte einen Preis. Die Millionen Einwohner dieser Städte scheint das wenig zu kümmern. Ja, aber Advent entgeht nichts. Ihre Truppen, die Aliens selbst und ihre automatischen Systeme, sie sehen einfach alles. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, einem Laternenpfahl seinen Ausweis zeigen zu müssen. So... Tatsächlich muss ich meine Waffen jetzt auch mal anpassen. Ich habe ja sogar... Schwarzmarkt wieder aufgetaucht ist. Oh, Schwarzmarkt, ja. Aber ich ignoriere den mal kurz. Was hatte ich denn jetzt hier gemacht? So viel Schäden sind Daten wir gar retten. Nicht, Commander. Wir beide haben verloren und dafür anderen große Verluste beigebracht. Ich vergieße Blut im Namen meiner Meister. Sie schicken andere, um in ihrem Namen Blut zu vergießen. Wir gehen mal zum Schwarzmarkt. Der Grat zwischen Ehre und Heuchelei ist schmal. Ich brauche auf alle Fälle Legierung. So. Unsere Inspiration hat sich als vorteilhaft erwiesen. Jawohl, experimentelle Waffen. Bolzenwerfer, Jägeraxt, Schattenhüter, Frostbombe. Keine Ahnung. Frostbombe. Diese Waffen funktioniert auch noch nicht infizierten Schermenstoff.
Umgebungstemperatur des betroffenen Bereichs sofort herabbessern. Getroffenes Gewebe friert bei Kontakt ein. Diese Waffe ist einzig und kann nicht dupliziert oder ersetzt werden. Schattenhüter. So ein neues Modell, vielleicht etwas altmodisch, aber sie ist bemerkenswert präzise und sorgt, dass selbst unsere weniger erfahren an ihr Ziel treffen. Außerdem die Chance, dass sie das Ziel töten und unentdeckt entkommen. Kann nicht dupliziert ersetzen. Aber das sind einzigartige Waffen. Wurfwerks sind meisterlich gefertigt und so kompakt, dass unsere Soldaten sie tragen aus der Distanz zum Angriff handeln können. Diese Waffen sind einzigartig, können nicht dupliziert oder ersetzt werden. Bolzenwerfer. Ist aber trotz einer geringen Feuerrate sehr mächtig. Anwesende Feinde haben die Chance, beim Auftreffen betäubt zu werden. Okay. So. So, brauchen wir Psionik? Nee, wir brauchen die Gauss-Waffen. Scheiß auf die Widerstandskommunikation. Ich kann eh noch keinen Kommunikator bauen. Ja, aber ich muss trotzdem die Widerstandskommunikation demnächst anwerfen. Einfach damit wir uns in andere Länder ausbreiten können. Ich werde sofort mit der Forschung beginnen. Gauss werfen. So. Na, Soldaten sehen schon wieder besser aus. Jo, sind schon ein paar mehr wieder im Einsatz. Yes. Das tut weh, ja. 24, 18. Das tut weh. Schwarzmarkt. Da das ganz gut funktioniert hat, sollten wir vielleicht so weitermachen, Commander. Belohnung, ein Wissenschaftler. Nice. EP erhalten. Und Swallow hat 4 Zielsicherheit bekommen. Das läuft doch. Und 10 Illyrium-Kristalle haben die 2 geholt. Perfekt. Jawohl, neue verdeckte Operation. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die ältesten Hart zu treffen. So etwas haben wir noch nie zuvor versucht. Sind Sie bereit, Commander? Beute sicherstellen. Alienbeute. Mäßig, niedrig, mäßig. Ja, genau, wurde der Soldat gefangen. Fraktion finden. Jagd auf Auserwählten. Okay. Das müssen wir auf alle Fälle machen. So schnell wie möglich, dass sie weg ist. Aber Templer, ja. Das hat alles geil, ne? Irgendwie. Einhalten für die ersten 2 Kampfrunden 3 Belohnung Blitzangriff. Einhalten für die ersten Runden plus 3 Munition, solange er drin verborgen bleibt. Einen Fraktionshelden hinzu und gewährt neue Widerstandsbefehle und verdeckte Aktion. Ja. Okay. Optionales Start, Risiko auf Hinterhalt aufheben, ja. Ach so, wir können noch einen befördern. Moment. Wir befördern hier unseren Soldaten. Chaka. Ranger. Okidoki. Na, man kann hier Waffenverbesserungen machen, tatsächlich. Das heißt, ich kann Sachen hinzufügen an die Waffen. Ne, nicht, wie man das halt bei, zum Beispiel bei PUBG halt kennt. Gibt es hier halt hier auch. Beziehungsweise XCOM hatte das vor PUBG. Aber ja, das mache ich erst, wenn ich zum Einsatz gehe. Aber Valen könnte immer noch irgendwo da draußen sein. Der Zusammenbruch von XCOM hätte sie nie von ihrer Forschung abgehalten. Was wollte ich jetzt? Widerstandsring, ne? Ja, genau. Ich wollte neue verdeckte Aktionen machen. So, irgendwelche Nubbels da reinschieben. Ähm.
Hier, der Ranger. Du sicherst ab. Damit haben wir schon mal keinen Hinterhalt mehr. Drei Villa, das ist wichtig für Leute, die in den Kampf ziehen werden. Das heißt, Kerrigan wird zum Will bekommen. Und ich brauche mindestens einen Sergeanten. Ja gut, dann geht Titan damit. Jo, dann macht mal. Findet die Böse. Verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können ihre Leute auch mithalten. So. Da geht es nur darum, im Endeffekt die zu lokalisieren, damit ich dir dann in ihren Schlupfwinkel angreifen kann. Weil die spawnen die ganze Zeit wieder. Ne, du kannst die zwar runterschießen, sogar quasi töten in Einsatz, wenn sie erscheinen. Aber solange die halt der Schlupfwinkel existiert, werden die da wiedergeboren und kommen wieder ins Gefecht. Das heißt, du musst halt den Schlupfwinkel kaputt machen und ihren Beacon, an dem sie wiederbelebt werden. So, Vorratslieferung 4 Tage. Commander, Sie sollten so schnell wie möglich Kontakt zum lokalen Widerstandsnetzwerk aufnehmen. Ja, ja. Die Aliens setzen ihre Pläne zweifellos weiter um. Der Markt ist offen. So. Der Markt ist offen. Advent-Offiziersleichen, Advent-Priesterleiche. Besonders Interesse an der Advent-Offiziersleiste, Advent-Priesterleiche. Ich habe die noch nicht erforscht. So. Ich kann es für 32 verkaufen. Ich glaube, für 35 stelle ich es her. Ich halte, ich mache auf alle Fälle einen Verlust. Und am Anfang hast du halt nicht so viel. Ich habe halt sehr viele Soldatenleichen. Ich mach mal 21. Ich würde gerne kaufen, nicht verkaufen. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Kaufen, jawohl. Schon sieht's besser aus. Kaufen. So, und dafür brauchst du halt die Infosachen. Ich könnte mir einen Ingenieur kaufen. Nice. Ich könnte die Plattenrüstung erforschen. Und Psionik. Das heißt, ich hole mir die Alien-Legierung. Zack. Ich hole mir den Ingenieur. Deswegen ist es halt ab und zu ganz gut, so ein bisschen Info zu bekommen. Der ist wichtig. Vorräte. Brauche ich Vorräte? Oder brauche ich lieber Illyrium-Kristalle? Ich könnte mir beides holen. Ich brauche auf alle Fälle Geld. Ich brauche das Illyrium. So. Und 117 Vorräte. Laservisier. Kommen ja bald Vorräte. Nee, dann nehme ich mir lieber das Laservisier mit. Das ist ein 5% Crit-Bonus.
Der Bonus steigt mit abnehmender Distanz zum Ziel. Das heißt, je näher du rankommst, desto mehr macht halt Crit. Das ist halt besonders gut für halt die Nahkämpfer, ne? Weil die halt relativ nah dran sind, so wie Ranger oder so. So. Hier, krieg mal hin Informationen. Ranger berechnet neuen Kurs. Wichtig, der Schwarzmarkt ist jetzt offen, du musst den halt nur einmal freischalten. Und schon ist wieder irgendwas passiert. Avatar-Projekt. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Tatsächlich ist halt so. Hier sieht man, wie viele Fortschritte sie halt brauchen, um das Avatar-Projekt zu vervollständigen und zu starten. Normalerweise hast du 10 von diesen Bobbles. 1, 2, 3, 4 sind eingeschaltet. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, bis zum Pfeil wäre der Normalfortschritt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Obwohl, ich glaube, 12 sind, also genau die Hälfte. Ich glaube, 12 brauchen sie für den Fortschritt. Dann die restlichen 12 einfach doppelt, weil wir es können. Oh, was ist das? Hier kann ich gucken. Nice. So. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. 219 Geld gemacht. Unsere Freunde vom Widerstand haben uns mitgeteilt, was sie über diese sogenannten Auserwählten wissen, die die Ältesten uns auf den Hals gehetzt haben. Wir müssen wohl damit rechnen, dass diese Dinger uns aktiv jagen, bis wir sie ausschalten. Mit jedem Tag komme ich meinem Ziel näher, sie und ihre verbliebenen Truppen zu finden. Eieiei, wir können schon sabotiert werden jetzt, dass die Stärke im Kampf steigert. Jetzt wird sie stärker. Wir haben Informationen über die aktuellen Aktivitäten der Aliens. Laufen bereits Vorbereitungen, düstere Ereignisse durchkreuzen und umgesetzt werden können. Gegenmaßnahmen in Kürze verfügbar. 2 Wochen. XCOM-Soldaten leisten große Willensverluste im Kampf. Advent gelingt es, den Transport von Widerstandsressourcen zu behindern und uns für die Vorräte der nächsten Auslieferung. Verdecktes Ereignis. Will ich da meine 20 Info da investieren? Nein. Jeder XCOM-Schuss, der einen verlorenen trifft, ist ein volliger Präzisionskill. Ja. Ich muss nur treffen. Jo, 219 Vorräte. Avenger berechnet neuen Kurs. Haben eine neue Einrichtung errichtet, die mit dem Avatar-Projekt zu tun hat. Wenn wir den Widerstand in der Region kontaktieren, könnten wir gegen diese Einrichtung vorrücken und die Fortschritte der Aliens zurücksetzen. Commander, wir haben soeben Informationen erhalten, dass eines von Dr. Valens geflohenen Testsubjekten eine Advent-Einrichtung in der Nähe bewacht. Wir sollten uns gut vorbereiten, wenn wir sie angreifen wollen. Das Gespräch hat Kontakt zum lokalen Widerstand. Deswegen brauche ich den Kontakt. Deswegen brauche ich den Kontakt zu den lokalen Widerständen. Den Widerstandskontakt. Ja, ich muss mich langsam. Übrigens, wenn ich die töte, geht das hier auch wieder runter. Ja, das bleibt nicht so. Gausswaffen, 2 Tage. Auch wenn wir lieber alleine arbeiten, ist Unterstützung manchmal hilfreich. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Commander.
Schnitter. Okay, was wollen sie denn jetzt? Ich kriege einen neuen Ingenieur und 73 Informationen. Ja, da bin ich dabei. Setze Kurs auf Sektor 9. Die westliche USA. Oh. Sind sie jetzt fertig da drüben mit dem Basteln? Ich habe seit 15 Minuten keine Bohrer mehr gehört. Oder haben sie jetzt Frühstückspause? Ja, morgens 9:30 in Deutschland, das gilt für Frankreich genauso. Oder eigentlich muss es ja schon fast Mittagspause sein, oder? Ja, es ist 11 fast schon. Vermutlich wird auch noch nicht voll gearbeitet heute. So. Erstmal alles raus hier. Als nächstes. Sie ist halt müde. Mega. Okay, ich brauche einen Spezialist. Das heißt, Blub muss auf alle Fälle mit, weil er muss stärker werden. Na, jetzt haben sie schon das Magnetgewehr. Einmal Ranger. Ich brauche einen Scharfschützen. Ben, Einsatz. Zusammen. Nee, Elena muss noch mal ausruhen. Swallow hat das Granadier. Jetzt wäre noch gut. Brauchen wir noch einen Scharfschützen? Und bei 6 nehme ich halt immer gerne 2 Scharfschützen mit, weil die halt echt viel pumpen. Die Frage ist, lohnt sich das? Ja, komm, Tanzbü. Tanzbü. So. Handgranate brauchst du nicht. Das heißt, Medikit. Handgranate brauchen. Es sind halt Scharfschützen. Die können halt nicht so weit werfen. Weil sie meistens weit weg vom Gegner stehen. Klingt plausibel. 2 Granaten brauchst du nicht, oder? Da fällt mir ein, wenn die draußen nicht mehr bohren. Machen wir das ein kleines Stück runter. Option ist, sie zuerst zu finden. Dafür müssen wir mit dem Widerstand an einer verdeckten Aktion im Ring arbeiten. Ja, ich bin da. Na, immer noch die Leute, die ich schon ausgewählt habe und einsatzbereit sind. Ach so, ich habe ja keinen Ding sie gewählt. Ne, man sieht hier auch meine Scharfschützen. Die haben jetzt zum Beispiel hier alle schon die Magnetpistole. Ne, die erste macht ja 2 bis 3 und die macht jetzt 3 bis 4. So, das bedeutet aber. Sie muss halt nah ran. Ja, verfügbarer Platz. Wir haben einen fortschrittlichen Mehrlader. Chance von 10%, das Ziel sofort zu töten. Mehrlader. Chance von 5%, das Ziel sofort zu töten. Ja, es gibt halt die. Ich glaube, es gibt 3 Versionen tatsächlich von jedem Ausrüstungsteil. Kritische Chance um 5%. Der Bonus steigt mit abnehmender Distanz zum Ziel. Ja, der Bonus steigt mit abnehmender Distanz. Das heißt, wenn er näher rankommt, gibt es mehr Bonus. Und das heißt, das ist das ideale Ding für jemanden, der nah dran ist, wie die Ranger. Weil die halt Schwert-Nahkämpfer und sie haben eine Shotgun. Und mit beiden stehst du relativ nah beim Gegner dran. Bedeutet,
wir erhöhen hier erstmal die Crit-Chance. Bam. Und für unsere Scharfschützen gibt es das Zielfernrohr, weil das 5% Zielsicherheit macht, wie ihr recht unten seht. Na, jetzt ist halt erhöht Zielsicherheit 5%. Das ist halt das Grüne, was da drin ist. Und Scharfschützen sollten halt echt gut zielen können, weil sie halt weit weg vom Gegner sind. Und je weiter du weg vom Gegner stehst, desto weniger kannst du halt zielen, da zielen. Und das hilft ihnen halt tatsächlich, sich zu behaupten. So. Das ist immer gut. So, haben wir jetzt noch irgendwas, was wir irgendwie reinsetzen müssen? Bearbeiten. Waffenverbesserung. Was kann man hier noch machen? Seine TP sofort zu töten. Sofort Killchancen. Ja. Schwierig, wie gibt man das? Gib mal dir den Fünfer. Ja, Swallow kriegt den Fünfer Bonus. Also den kleinen. Das liegt einfach daran, weil Swallow ein Grenadier ist. Die haben halt die schweren Waffen. Und die schießen nicht so oft, hauen dafür aber stärker zu. Bedeutet, die töten mit ihrer normalen Waffe relativ schnell Gegner, wo sie halt den Bonus nicht brauchen. Das heißt, da kann er hier ruhig den Fünfer mitnehmen. Bomb. Obwohl, nee, das könnte ich Dings geben, oder? Tanzbü. Weil. Na nee, egal. Hauptsache jeder von denen hat irgendwas erstmal. Der hat sogar zwei. Ja, weil er eine bessere Waffe hat. Ja. Kann sie nur ersetzt, aber nicht wiederverwendet werden. Zack. So. PKS haben wir noch nicht. Und irgendwie ist die Musik gerade ziemlich laut. So. Commander, ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Oh, was? Sie können bei Bauvorhaben und beim Freiräumen helfen. Oder eine Einrichtung besetzen. Stimmt. Unsere Arbeiten schreiten wie erwartet voran, Commander. Ich wollte es Shen gegenüber nicht zugeben, aber eine Sache vermisse ich noch mehr. Ich habe ja einen neuen Ingenieur bekommen. Die verdammt saftigen Advent-Burger. Ich weiß nicht, wo sie das Fleisch hernehmen und will es auch gar nicht so genau wissen. In 4 Tagen. An einem Tag hätte ich Gausswaffen. Moment. Technikabteilung. Können wir hier noch irgendwas verbessern? Ja. Oder die in den Kampf ziehen. 50 Alien-Legierung und 50 Vorräte. Yo. Gibt es die Shotgun für die Ranger? Und die Pulsklinge. Da ich noch nie einen Fuß in eines dieser Stadtzentren gesetzt habe, hat. So, haben die jetzt schon? Ja, ne? Man sieht hier die neue Pulsklinge und die Shotgun. Sehr gut. Und sie hat auch die Waffenverbesserung drin. Unglaublich wichtig.
Also diese ersten Waffen-Upgrades, ne, die Magnetsachen und jetzt gleich dann später die Gauss-Sachen, die sind so wichtig, weil... Nein. Weil die Aliens einfach relativ schnell stark werden. Jetzt fangen sie nämlich gleich an und haben Rüstung, tatsächlich. Und ich habe noch nichts groß, was Rüstung schreddert. Das heißt, ich muss halt jedes Mal... kriege ich da was abgezogen. So, wir haben einen Specialist drin, der hat vier... obwohl, der hat nur drei Ladungen. Ne, das ist Blub. Der ist schon Lieutenant, der hat die vier Ladungen. Bedeutet, ich habe 4, 5, 6, 7 Mal Heilung dabei. Uff. Na dann. Also zum jetzigen Stand die beste Ausrüstung, die ich kriegen kann. Wir wurden um Hilfe bei einem Rettungseinsatz für eine VIP des Widerstands gebeten, die sich aktuell in den Tunneln unter dem Stadtzentrum vor Advent-Einheiten verbirgt. Rette den Widerstandsagenten. Wirken, extrahiere den Widerstandsagenten und Kriegerlexen. Widerstand befreien. Es wird dort sicherlich Feindaktivität geben, also bleiben Sie wachsam. Tactical Gear. Die Widerstands-VIP versteckt sich in den Tunneln in ihrer Nähe. Einer ihrer Feldagenten ist auch in der Nähe, um sie bei der Rettung zu unterstützen. Firebrand ist bereit. Aber seien Sie vorsichtig. Unsere Evakuierungsmöglichkeiten sind da unten eingeschränkt. Aha, da waren schon die ersten Aliens. Mega. Bestätigt. Rücke aus. Bin dabei. Okay, Loki. Roger. Gebe Feuerschutz. Wir haben Zeit, ne? Wir müssen hier nichts überstürzen. Okay. Biete Feuerschutz. Ziehe los. Verstanden. Halte die Augen offen. Ja, man sieht das auch gleich. Geht's. Die haben echt gleich viel Leben. Ich bin mit 4 Balken bin ich gestartet. Jetzt haben die schon 6 teilweise. Bestätigt. Und ich habe noch keine Rüstung. Läuft. Nur weil sie im Level aufgestiegen sind. Wie? Denken Sie daran, Commander. Ganz gleich, wie schwer es da unten wird. Eine Evakuierung ist erst nach Abschluss des Einsatzes möglich. Bin auf dem Weg. Mir entgeht nichts. Wechsle Position. Feuerschutz. Ah, von hier oben ist er im Moment noch echt wertvoll. Ah, der kann nicht bis dahin schießen. Okay, das heißt, wir gehen immer da runter. Begebe mich zu dieser Position. Verstanden. Halte die Augen offen. Ups. Hier geht's nicht weiter. Wir sind hier am Rand. Okay. Bin schon unterwegs. Bin dabei. Und unser zweiter. Ich rücke aus. Bin dabei. Ruhe! Habt ihr das gehört? Ja, habt ihr das gehört? Psst! Habt ihr das gehört? Alter, die sind echt nah. Kann das sein, dass das 2 Trupps sind? Das wäre echt okay.
Position bestätigt. Feuerschutz. Wer bist du? Du bist schwer. Okay, dich stelle ich mal hier zentral hin. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Hier patrouillieren Feinde. Weil er hat nämlich auch den Granatwerfer dabei. Biete Feuerschutz. Hier patrouillieren Feinde. Okay. Schon unterwegs. Nee, du willst Pistolenfeuerschutz. Augen auf beim Eierkauf. Begebe mich zum Ziel. Feuerschutz. Schaut's aus. Seid ihr hier gut? Hier sind die Kutschine. Einmal Teildeckung. Bin unterwegs. Und ihr seid schon im Plan. Gebe Feuerschutz. Okay, wir haben einen Grey. Und einen Roboter. Und man sieht hier tatsächlich sehr schön die Rüstung. Das sind die gelben Pünktchen hier. Shoot, hey. Shoot. Sie würde beide sehen zumindest. Er kann nicht weiter vor. Okay. Nee, man kann nicht weiter vor, ohne Deckung zu verlieren. Okay, 78. Das Problem ist, sobald der erste schießt. Ist halt 89, okay. Das heißt, Ben macht den ersten Schuss. Das heißt, Christine muss auf alle Fälle nach vorne. Ja, einmal hier hin. Befehl bestätigt. Na, ist okay. Gib Feuerschutz. Tanzbühl gibt einen Feuerschutz. Ben macht den ersten Schuss. Das heißt, obwohl, sollte ich hier eine Granate, die Splittergranate? Er wird umgenutzt jetzt. 4-6. Drückt die Daumen. Direkt ein Crit. Nice. Reicht aber nicht. Deckung ist aufgeflogen. Er war gut verletzt. Eine extrem gut ausgerüstete mechanisierte Kampfeinheit. Wir müssen nach Schwachen suchen. Okay. Den ersten erwischt. Na, da ist beginnt schon los. Rüstung hält stand. Der Roboter war schon echt, echt hart wieder. Was ist jetzt? Natürlich kommt sie jetzt. Und ich habe keinen Schnitter dabei. Und ich beende es schnell. Und sie Vorsicht da draußen! Die ältesten Attentäterin rückt ins Einsatzgebiet vor.
Ruhe! Habt ihr das gehört? Okidoki. Position bestätigt. Habe Blickkontakt zu einer Edwin-Stellung. %67. 81%. Oh wait, war da Pistolenfeuerschutz? Nee. Hab ich nicht. Kann ich nicht. Ach, bist zu weit weg für die Pistole, ne? Ja. Jo. Ab geht's. Panzerung getroffen. Ich brauche unbedingt die besseren Waffen. Ziel los. 52, 72. Granate. Hilft nicht. Riskieren wir das? 72? Ja, oh, weg ist weg. Oh, natürlich überlebt von der Rüstung abgeprallt. Ich muss bald nachladen. Sauber. Die Roboter sind echt mies. Welchen Wert hat das Leben ihrer Feinde für sie? Problem ist, ich kann hier nix. Okay, ich gehe mal dahin, da bin ich näher dran. Positiv. Deckung? Nein. Kann ich meinen Roboter nicht in Deckung schicken? Hilfsprotokoll, ne? 20 für Deckung. Sie, weil sie ganz vorne steht. Verteidigungsbonus. Das war wichtig. Ich hab die Ware. Und ab. Okay. Swallow schmeißt eine Granate. Wird alles eingeebnet. Übrigens, bei die Granate von Swallow ist stärker, weil er ein Grenadier ist. Normalerweise ist es 3x3 und jetzt sieht man schon, jetzt ist es 3x3 plus an den Seiten jeweils noch 3. Ja. Wo sind die denn alle? Sind beide hier? Oder? Wenn man wieder aufgepasst hätte. Oh. Fang! Schaden läuft.
Er ist instant tot. Ja. Prozent. Ist nicht viel. Mir entgeht nichts. Ja. Scanne Gebiet. Na los, zeigt euch. Jo, der bewegt sich nämlich jetzt. Genau. Alles richtig gemacht. Feind eliminiert. Oh nein. Da draußen ist etwas. Ich dachte, sie kommt jetzt schon. Die Jagd hat begonnen. Oh, sie brennt. Brennt. Okay, in jedem Fall müssen wir uns jetzt hier zusammenziehen. Damit wir gleich die Rücke zur Zielposition vor. Grabe dich ein. So. Nachladen. Rock'n'Roll. Deckung gehen. Halteposition. Nachladen. Nachgeladen. Deckung. Na, erhöht Verteidigung um 30, Ausweichen um 50. Verstanden, alte Position. Nachladen. Obwohl, der braucht nicht nachladen, der kann einfach mal heilen. Medizinischer Modus. Und dann in Verteidigungsbonus gehen. Weil die komische Auserwählte kommt gleich. Halte Stellung. Aber er muss auf alle Fälle nachladen. Oh ja. Halte Position. Und sie ist, glaube ich, Nahkämpferin. Ruhe. Mach die Ohren auf. Es gibt keinen Ort, an dem ihr euch verstecken könnt. Na, ich will jetzt auch keine Aliens encountern, deswegen. In Position. Bleiben wir alle in Deckung. Bleibe in Stellung. Solange wir keine. Halte Position. Alter. Verstanden. Halte Position. Bleibe hier. Hat das jemand gehört? Da, jetzt kommt er. Die Ältesten haben mir ein Angebot unterbreitet. Wenn ich euren Leben und dem Widerstand ein Ende setze, gehört diese Welt im Gegenzug mir. Ich muss auf ihre Gefangennahme bestehen, Commander. Sie werden nicht lange leiden. Auserwählter in Position. Ausschalten. Alle Untergebenen der Ältesten stehen mir zu Diensten. Okay, die hat sich dahingestellt. Mist, einen von uns hat's erwischt. In diesem Zustand ist er für die Auserwählten leichte Beute. Auf die Beine stellen. Sofort. Okay. Er kann auf 37%. Revitalisierungsprotokoll. Gremlin-Heilung. Jo, Heilung. Heilbot unterwegs. Auf jeden Fall. Und Revitalisierung können wir auch machen. Ja, dann ist er jetzt voll. Plus sein negativer Status ist weg. Alter, diese Spezialisten.
Das war natürlich höchst ungünstig, dass sie ihn hier wiederbelebt hat. Okay. Wenn sie halt nicht so schnell wäre. Schwerthieb. Tatsächlich kann sie sie halt echt hart verletzen mit dem Schwerthieb. Ja, müssen wir machen. Sie muss weg. Alles oder nichts? Kritisch. Eure schwachen Angriffe können mich nicht aufhalten. Hier steht leider nicht so viel Prozent. Ich sehe sie gar nicht. Sieht er sie? Ja. Okay, okay. Ziehe los! Aha! So leicht lasse ich mich nicht aufhalten. Pistole. Welcher ist jetzt besser? Der oder der? Ja. Und los geht's. Oh, Pistoleneinsatz 67%. 4 bis 6. Hab ihn erwischt. 5 Fähigkeitspunkte. Jawohl. Sterbe, bereiten mir die Ältesten ein Schicksal, das noch viel schlimmer als der Tod ist. Ich muss mich vorerst zurückziehen, aber wir sehen uns bald wieder. Wir haben gezeigt, dass die Auserwählten verwundbar sind. Jetzt müssen wir sie nur noch endgültig ausschalten. Ganz genau. Oh. Begebe mich zur Zielposition. Ich habe Worte gehabt. Was ist? Feind am Boden! Ah, und gleich aufheben. Stecher. Ich hab was Neues. Oh, nice. So, das heißt, wir sammeln uns jetzt wieder. Bin gleich da. Und im Endeffekt ist jetzt die Gefahr tatsächlich vorbei. Roger. Feuerschutz. Zumindest die große Gefahr. So, meine Scharfschützen. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Zack. Bestätigt. Überwachung läuft. Überwachung läuft. Das heißt, du gehst dahin. Bestätigt. Zack, 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 zack. Und mein zweiter Scharfschütze. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Feuerschutz. Puh. Also, das sah doch gar nicht schlecht aus bisher jetzt, oder? Jetzt müssen wir uns nur hier geschmeidig irgendwie nach vorne kämpfen. Roger. Bin dabei. Okay. Na los, zeigt euch. Los, los, los. Kein Problem. Bin dabei. Wechsle Position. Gebe Feuerschutz. Ich meine, da passiert irgendwas. Da ist meine Person. Ziehe los. Gebe Feuerschutz. Wechsle Position.
Mir entgeht nichts. Na los, zeigt euch. Geht klar. Gebe Feuerschutz. Roger. Biete Feuerschutz. Okay, nichts passiert. Aber hier müssen noch welche sein. Befehl bestätigt. Können denn nicht nur drei Hanseln hier rumgelaufen sein? Scanne Gebiet. Verstanden, bin unterwegs. Scanne Gebiet. Befehl bestätigt. Mir entgeht nichts. Bin unterwegs. Scanne Gebiet. Verstanden. Rücke ab. Lieber vorsichtig, als dass du einen verlierst. Versteht nicht. Überwachung läuft. Oh, Alter. Lieber vorsichtig, als dass du einen verlierst. Bestätigt. Rücke aus. Hier ist keiner, alles gut. Feuerschutz! Bestätigt! Rücke aus! Gebe Feuerschutz! Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Schon unterwegs! Feuerschutz! Rücke aus! Na los, zeigt euch! Eigentlich soll das hier kein Problem mehr darstellen. Schon unterwegs! Natürlich! Die Kavallerie ist da! Natürlich! Wir haben das Paket! VIP-Identität bestätigt. Firebrand bereitet die Evakuierung vor. Mehrere Kontakte nähern sich ihrer Position. Ein Hinterhalt. Die Position halten. Ja, mega. Mega! So, Scharfschütze. Scharfschütze muss hier rumstehen. So, Tanzbu, der kann da hinschießen. Gebe Feuerschutz. Okay, ich muss mich jetzt auf einen konzentrieren und die muss ich halt umnutzen. Hilft ja nichts. Geht klar. Zack, 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 zack. Bestätigt. Feuerschutz. Swallow. Swallow stellt sich mal dahin. Position bestätigt. Na, dass wir möglichst von denen wegsehen. Und dass wir. Biete Feuerschutz. Die zu zwei wegkriegen. So, was ist das? Meine Geißel. Geh mal in Deckung. Also Geißel, meine. Die ich platt machen muss. Ja, Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Eins, zwei. Die Flanken decken! Die Flanken achten. Eins, zwei. Aber ich weiß nicht, was runtergekommen ist. Sie flankieren mich. Die zwei könnten wir gleich wegkriegen. Normalerweise kommen mal drei statt zwei. Truppen. Ah, auch zwei.
Was? Auf wen kann er schießen? Auf ihn. Oh, ich muss hardcore pieseln. Okay, die Dinger sind anfällig. Das heißt, Schwerthieb. Ja, FE kriegt 4 bis 6 und er kriegt 7 bis 9. Das heißt, im 1, 2, 3. Wie viele Leben hat er? 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 2 von 3 Fällen hau dann direkt um, wenn sie trifft. Ja, Schwerthieb. Go. Jawohl. Umgeklatscht. Hab ihn erwischt. So, fällt er um? Kann man auch hier rein? Fällt er um? Nein. Hier müsste er umfallen. Werfe Granate! Okay. Feuerschutz. Feuerschutz. Du gehst in Deckung. Scanne Gebiet. Advent ist hier. Und wieder zweimal. Daneben. Das war nicht. Nein. Okay, da hat was getroffen. Muss besser zielen. Klar, oder? Einer ist umgefallen. Sie haben Verstärkung gerufen. Okay, da kommt nächste Runde eine Verstärkung. Hier, Tanzbu, ne? Perfekt, du kannst dich wunderbar dahinstellen. Kein Problem. Und drückst ihm richtig eine schön in die Seite. Smile. Ziel verfehlt. 97%. 97%. Das war's. Keine Munition mehr. Alter. So, Feuerschutz. Oder wait, stehst du da? Teildeckung. Okay, Feuerschutz, Feuerschutz. Das heißt, wenn die da runterkommen, pumpt sie das richtig weg. Ja, Alter, stellen wir uns da hin, oder? Ich muss den halt aus dem Rücken wegkriegen hier. 76%. Genau, präzise neben dem eigenen Mann weggeschossen. Feind erledigt. Mit dem schweren MG. Munition verbraucht. Okay. Stehst du da gut? Nein, eigentlich nicht. Das heißt, ich stelle dich mal dahin. Tür öffnen, schließen brauchen wir nicht. Pistolenfeuerschutz. Feuerschutz. Wer kommt da jetzt? Einer. Zwei. Soldaten. Okay. Okay. Einer weg. Jawohl. Feind eliminiert. Er geht aufs Dach. Oh, ja.
Mehrere Feinde nähern sich unserer Position. Firebrand ist in Position zur Evakuierung. Also raus da, bevor es noch schlimmer wird. Wir registrieren eine Schwächung ihrer Truppen. Ihnen gehen wohl die Verstärkungen aus. Rücken wir vor, bevor sich das wieder ändert. Ist da hinten einer an den gefallen? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall wird eh hier einmal weggeklieft. Ah, man kann das auf der Seite. Sehr gut. Umgefallen. Deswegen mag ich die Ranger. Bereit für den Angriff. Nachgeladen. Bestätigt. Überwachung läuft. Den müssen wir noch abwehren. Und weiter geht's. Mir entgeht nichts. Biete Feuerschutz. Edward, Einheit gesichtet. Achten. Roboter. Come on. Daneben. Daneben. Einer mal erwischt. Daneben. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Ich muss mich zusammenreißen. Okay. Ja, Teildeckung. Okay. Direkt wieder umnutzen. Die Ranger sind halt so brutal. Feind ausgeschaltet. Okay. So, wir sind da. Gemacht. Rock'n'Roll. Und los geht's. Bin unterwegs. Holen wir sie uns. Bin unterwegs. Okay, bei ihr macht das halt nichts. Sie kann halt ewig weit laufen. Okay, so. Zack. Bin unterwegs. Feuerschutz. Deckung. Okay. Fupp. Mir entgeht nichts. Los. Bin dabei. So, jetzt können sie alle mal ins Gebiet. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Ins Gebiet und evakuieren. Genau rechtzeitig. Der will ja schon auch nicht sterben. Evakuieren die ESCOM-Agenten. Rücke aus. Bereit zum Abmarsch. Wechsle Position. Genau rechtzeitig. Positiv. Genau rechtzeitig. Oh, und es tut mir leid. Aber
Biopause. Der Einsatz ist eh gleich rum. Von daher, keine Sorge. Wir machen gleich weiter. Bis gleich.